So, herzlich willkommen zu einer kleinen Folge angespielt hier bei Sir Metalizer. Wir schauen uns Transport Services an. Es sieht nach einem wunderbaren, erholsamen Spiel aus, nachdem Green Hell ja für mich alles andere als erholsam war. Wer es nicht gesehen hat, ja, guckt in die Playlist rein. Da seht ihr einiges von Green Hell. Und ich kann euch da selber ein Bild von verschaffen. Ich habe diese psychedelische Musik, die im Hintergrund läuft, die ist wirklich vom Spiel. Die habe ich mir nicht selber irgendwie. Das ist keine Playlist oder irgendwas. Nein, sie ist wirklich da, sie existiert. Und wir fangen einfach direkt an. Es ist wohl so ein bisschen, ja, wie der Name schon sagt, Transport Services. Also man muss Waren von A nach B schaffen. In einer wunderbaren Polygon-Optik. Gucken wir mal. Wir starten mal eine neue Stadt, beziehungsweise ein neues Spiel. Einstellungsmöglichkeiten gibt es nicht so viele. Das Spiel ist auch noch nicht auf Deutsch übersetzt. Das heißt, wir fangen mit dem Englischen an. Und um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, was wir hier machen müssen. So. Okay, also wir haben hier unsere Stadt. Da sind wohl 20 Menschen. Ah ja. 17 Passagiere warten, dass sie irgendwo hingebracht werden. Und es gibt keine Ressourcen, die hier abgeholt werden müssen. So, und BASD können wir uns bewegen. Hier ist noch eine Stadt, Lexington. Hier leben 16 Menschen und 14 warten abgeholt zu werden. Ich würde sagen, so rein von der Theorie hier, müssen wir irgendwie die Menschen von den Metalizers hier nach Lexington rüberbringen. Metalizers Lexington. Was haben wir denn hier? Also wir haben hier oben $1000. Wir haben zwei Industrien. Wir können eine Straße, wir können Roads bauen. Hier gibt es unten eine Straße für $1. Wir können hier ein Depot bauen. Wir können eine Station bauen, also eine Busstation. Tunnel können wir bauen. Brücken. Wir können Straßen recyceln. Und wir können Wald entfernen. Ist klar, das brauchen wir gleich erstmal noch nicht. Züge genau das gleiche. Also einmal die Rails bauen. Dann. Ah ja, okay, können wir uns die Signale anzeigen lassen. Train Station gibt es hier auch. Alles klar, Tunnel. Klar, okay. Und wir können einen Flughafen bauen. Kostet aber halt 10.000. Natürlich schon ziemlich teuer. Ich glaube, wir fangen einfach mal an. Mit so einer Train Station. Ah, okay, ich kann, nachdem ich das gemacht habe, also nachdem ich die ausgewählt habe, kann ich nicht mehr zoomen. Ich kann halt plus und minus zoomen. Ne, da kann ich nur die Karte zoomen. Okay, das ist natürlich. Gut, weil mit dem Mausrad drehen wir nämlich auch die Karte. Fangen wir mal mit der Train Station an. Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Ich bin total ahnungslos, das ist nicht schlimm. So, wir bauen hier mal die Train Station hin, alles klar. Okay. Ein Abstellgleis hier, verstehe. Ich kann auf der Plattform hier nur Lokomotiven herkaufen, alles klar. Ich würde mal sagen, wir ziehen jetzt erstmal. Nee, ich wollte eigentlich. Okay. Moment. Baue ich denn hier was Vernünftiges? Hier ein Cross, ne? Ich wollte eigentlich doch nur. Ah, so. Also, es ist wirklich. Es ist halt. Die Grafik ist halt sehr einfach gehalten. So können wir die. Okay. Bauen wir die Strecke so. Ach, und wenn wir das Mausrad drehen. Ah, okay, das ist natürlich super einfach gemacht. Also man hält quasi an diese Schiene hier. An das Stück hält man einfach das nächste Stück ran, dreht das Mausrad hoch oder runter. Und bekommt dann zum Beispiel Kurven hin. Fantastisch. Okay, das ist schon mal cool gemacht. Sehr nice. Sehr simpel. Fällt mir. So, jetzt bauen wir mal und hoffen mal, dass wir nicht irgendwo. Die Frage, die ich mir jetzt halt stelle, ist. Okay. Weil wir kommen nämlich nicht um den Berg herum, da müssen wir wahrscheinlich einen Tunnel graben. Ja, jetzt haben wir hier eine coole Kurve gebaut. Alles klar, ein bisschen tricksen. Und ich nehme mal an, hier kommen wir nämlich auch nicht durch. Verdammt. Dann tricksen wir nochmal wieder aufs. Nee. Das können wir nicht. Verdammt, dann müssen wir wahrscheinlich wirklich einen Tunnel bauen. Okay.
Das wird teuer. Okay, wir können hier keinen Tunnel bauen, ne? Okay. Hier können wir eine Rampe bauen zu einer... okay, dann bauen wir hier eine Brücke. So, hier eine Rampe zu einer Brücke hoch. Können wir nicht setzen. Können wir auch nicht setzen. Verdammt, warum können wir die nicht setzen? Mist. Das ist natürlich schon mal eine schlechte Ausgangssituation. So. Wir müssen hier hin irgendwie. Ich hatte gehofft, dass wir hier irgendwie um den Berg rumkommen. Vielleicht müssen wir die Brücke aber einfach ein bisschen höher bauen. So quasi setzen. Hier, und Brücken können auch keine Kurven haben, verstehe. Und natürlich können wir auch hier nicht nochmal... Nee, das klappt irgendwie nicht so. Hier ist gar nicht so einfach, hier irgendwie eine vernünftige Strecke zu bauen. Muss aber liegen, dass es im Moment noch Version 0,5 ist. Oder Version 0,5. Besser gesagt. Aber wir müssen ja irgendwie mal durchkommen hier. Einen Wald wollen wir hier nicht bauen. Wir wollen ja die Züge hier bauen. Hier könnten wir einen Tunnel bauen. Oder auch hier. Frage ist nur... okay. Mega... Okay. Also wir haben diesen ganzen Berg hier und wir haben einfach mit einem Klick quasi uns auch ins Minus gebracht. Ne? Aber zumindest haben wir eine Brücke, einen Tunnel gebaut. Immer ganz gut. Jetzt verbinden wir... Ja, jetzt haben wir kein Geld mehr. Ich glaube, wir können trotzdem noch ein bisschen bauen. Warum auch immer. Wir brauchen eine Train Station hier. So. Können wir nicht bauen, ne? Können wir irgendwo einen Kredit aufnehmen, vielleicht? Auch einen Kredit? Money. Nee, ich glaube, wir können keinen Kredit aufnehmen. Mist. Ja. Ich glaube, dann sind wir pleite. Und können nichts mehr machen. Ja, das ist natürlich doof. Okay. Vielleicht wir irgendwas übersehen, aber ich glaube, wir sind pleite. In diesem Sinne würde ich sagen, starten wir neu. Super. Ja, machen wir noch einen Neustart hier, würde ich sagen. Gehen wir nochmal ins Menü zurück. Das war übrigens ein Beispiel, wie man es nicht macht. Wir haben sogar Difficulty Easy. Wir starten einfach nochmal. Kann nicht so schwer sein. Gut. Wir müssen jetzt hier von unserer wunderbaren Stadt, die Metalizers, nach San Antonio rüber. Hier hinten irgendwo. Hier. Da haben wir mal... wir haben keinen Berg im Weg. Fantastisch. Kann ja nur gut werden, denke ich. So, das heißt, wir bauen erstmal einen neuen Bahnhof hier erstmal hin. Würde ich sagen. So, hier, zack. Ah, und wir können hier... Oh nein! Das wollte ich nicht. Ich wollte das nicht upgraden. Okay, ey, wir haben hier gleich einen Großbahnhof, also einen großen Bahnhof. Das ist... Ups. Hier durch den Wald können wir nicht durchbauen. Wie denn eigentlich das Geld zurück? Ja, okay, wir kriegen zumindest das Geld zurück für die Sachen, die also 1:1 zurück, was wir gebaut haben. Das ist mal gut. Man sieht auch die Kurvenführung, also er passt sich automatisch der Kurve, also den Sachen an, dann baut man also eigentlich immer schöne Strecken. Hier unten ist schon San Antonio, da müssen wir doch hin. Das heißt, wir bauen jetzt hier auch nochmal eine Station hin. Dann fährt wahrscheinlich gleich unser erster Zug. Fantastisch. So. Hey. Total super.
richtig cool gemacht mit den Schienen, die gebaut werden können. Und wir kaufen uns mal natürlich die günstigste Lokomotive hier. Basic, which can have up to 3 coaches with 12 seats. Also man kann bis zu 3 Waggons hier ranklemmen mit 12 Sitzen. So. 2, 3. Und wie sagen wir diesem Zug jetzt, dass er fahren soll? Start, stop. Set route station, order to circuit or track. Nothing but cities on the route. San Antonio, da soll er hinfahren. Und jetzt soll er starten, ne? Ah! Haha, da fährt der erste Zug. Die Kameraführung ist okay. Und cool, hier können wir uns auch bewegen. Ja, da fährt der erste Zug. Fantastisch. Oh! Macht sogar ein paar schöne Geräusche dabei. Hör mal, hier nochmal irgendwie noch ein schönes Vorschaubild. YouTube, das Video. Guck mal, drehen wir ein bisschen rum. So ist glaube ich ganz schön hier. So. Und zack. Okay. Jetzt können wir weiterfahren. Bin mal gespannt, wie viel Geld wir jetzt kriegen. Für diese eine Tour hier. Nicht, dass wir gleich wieder total ins Minus gehen. Man muss halt zusammen spielen, wie gesagt, wir spielen auf easy. Können wir die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen. Mal gucken. Jetzt noch 144. Zack. Komm, steigt aus. Geld, 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 Geld. Ah, New City Contract, Houston. Plus 100. Also hier unten ist Houston. Da können wir jetzt auch noch Passagiere bzw. Sachen hinliefern. Und dann geht's rund. Also wir haben jetzt 308. Das heißt also, wir haben ein bisschen Kohle zumindest bekommen. Wobei ich glaube, wir haben die Kohle auch noch durch einen Reward bekommen, ne? Das heißt also, wir müssen nach Houston. Da sind auch ein paar Leute, die hier warten. Ich sage, gehen wir von San Antonio, gehen wir runter nach Houston. Dann hat Houston hoffentlich kein Problem. So, hier eine Kurve rum. Okay. Ein Wald im Weg, verdammt. Okay, dann müssen wir den Wald umgehen, weil so viel Kohle haben wir, glaube ich, nicht. Um den jetzt quasi abzuholzen. Hier unten ist Houston. Ach Gott, ich bin ein bisschen vorbeigeschlittert. Das ist ja kein Problem, wir können ja mal ein bisschen abreißen hier. So, hier bauen wir auch eine Trainstation hin, zack. So runter. Das Coole ist halt, es ist halt echt basic gemacht. So. Also das, auch gerade mit den Signalen hier, man muss die Signale nicht selber setzen, zumindest sehe ich das bisher noch nicht, dass man Signale selber setzen muss. Hier sieht man auch die Fahrtrichtung der Züge, das kann man sich auch nochmal einblenden lassen. Wir gucken gleich mal, ob wir uns selber quasi auch, also ob wir uns noch ein zweites Gleis bauen können. Bauen uns auch hier wieder eine Basic und packen noch ein paar Waggons dazu. Und der soll jetzt quasi von Houston nach San Antonio fahren und darf starten. Sehr gut. Gut, wir hätten natürlich auch einfach jetzt natürlich auch wesentlich kürzer bauen können, ich glaube. Wir hätten nämlich einfach hier runter bauen können. Können wir mal gucken, ob das einfach geht hier. So, und zwar setzen wir hier die Linie ran. Sieht aber so aus, wenn es relativ simpel wäre. Gehen hier die Gleise rüber. Und dann hier so ran. Zack. Oh, okay, super simpel. Gucken wir mal gleich mal, wo der Zug lang fährt. New City Contract, Fort Worth.
Das ist der ist hier unten. Da gibt es dann auch nochmal 100 Dollarchen für, wenn wir die anschießen. Und San Antonio braucht... Die San Antonio hat noch keine Ressourcen, die exportiert werden können. Müssen wir mal gucken, wie das geht. More details. Okay. Passengers who is willing to be transported to another city of the same color. Ah, okay. Also alles klar. Das heißt, es gibt... Städte haben wohl verschiedene Farben. Die hier, diese 11, 12 Stück hier, die sind, die wollen, glaube ich, zu den Metalizers rüber. Und die hier wollen nach Houston. Zumindest sieht das so aus für mich. Die Frage ist ja, was passiert, wenn wir jetzt von San Antonio auf welche nach Fort Worth fahren würden, wenn wir keine direkte Verbindung haben. Ich bin mal gespannt. So, wir reißen aber erstmal hier ein bisschen das ab. Damit wir der überflüssige Dreck hier. So. Ja, und dann bauen wir doch mal nach Fort Worth runter. Ich habe jetzt gerade hochgezoomt. Also, ich glaube, ich gerade irgendwie mit der Maus oder mit der Tastatur rangezoomt oder rausgezoomt. Mal gucken, wie das ging. Wo ist Fort Worth? Hier. Das müssen jetzt hier rüber. Okay, alles klar. Das sollte relativ einfach sein, die Strecke. Haben wir eine Zugverbindung? Na. So, wo ist Fort Worth? Da. Dann brauchen wir jetzt eine Station hier. So. Da können wir noch ein bisschen besser ranbauen. Nämlich hier einfach die Kurve setzen. Hoch. Daran. Wunderbar. Auch fertig. Dann setzen wir auf die Plattform. Den hier rauf. Packen wieder drei Waggons ran. Und wählen jetzt den Ort aus, und der soll nach Houston fahren. Alles klar. Und tschüss. Der ist also auch auf dem Weg. Wenn der das erste Mal ankommt, dann kriegen wir gleich eine dicke, fette Kohle. Geschwindigkeiten, also ich glaube, der Zug fährt immer in der gleichen Geschwindigkeit. Also Kurven sind da erstmal egal. Und wir leben übrigens 178 Menschen, aber nur 12 wollen in so einen Zug fahren. Das ist fast wie die Deutsche Bahn gefühlt, ne? Machen können gleich, wenn wir ein bisschen mehr Kohle haben, wäre Fort Worth mit San Antonio zu verbinden. Das heißt, wir haben hier San Antonio. Von dort aus jetzt einmal runter, beziehungsweise die Kamera ein bisschen drehen. Da wollte ich jetzt einmal hier hochbauen. New City Contract, Pittsburgh. Alles klar. Gehen wir doch gleich mal nach Pittsburgh. Und deshalb bauen wir jetzt hier hoch.